Willkommen zurück zu Tekken 7. Ich hatte ja letztens wieder mal einmal mit Claudio einen Rang geschafft. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich wieder einen schaffe oder gar keinen oder diesmal zwei. Das werden wir heute sehen. Und ich habe schon mit den 99 Siege. Na, jetzt heißt er nicht mal Claudio, sondern Claudia. Der war nicht. Oh, immer dieses lange Warten. Round one. Fight. Wieso ist er gerade nicht gesprungen? Du solltest das machen. Mann! Alter, Leo! KO. Round 2. Fight. Leo, du war... Mann, jetzt ist das Wort weg. Du provozierst es gerne, wa? Das wollte ich sagen. Ach, brauchst du nicht. Mist. Wird Claudio heute ein Savior? Wird er sich Negen anschließen oder nicht? Alter! Ich werde zwar jetzt nicht gewinnen, aber wenigstens hat sie viel Schaden gefressen. Ja, geil! Ja, das war wirklich gut. Warte mal, das war jetzt Folge 174, wa? Ja doch. Das heißt, das nächste Mal, glaube ich, kommt kein Dressurkampf, sondern ich werde dann wieder Bowling spielen. Ja, geil. 16. Rang, wer ist denn das noch? Nein, was mache ich denn da für einen Blödsinn? Aber Shahin nervt auch zur Zeit irgendwie. Nein! Treff die Sau! Mann, Shahin! Na was? Ich habe ihn nicht getroffen. Wie das denn?
Ja, trink erst mal einen Tee. Mann, oh, du Kuh. Oha. K.O. Round 2. Fight. Jawohl, Alter! Also es sind schon ungefähr 7 Minuten vergangen. Krass! Komm, ich möchte wenigstens einen Rangaufstieg haben. Ich weiß, wie je höher das ist, desto länger dauert es. Aber ich möchte wenigstens noch, bevor ich Folge 175 erreiche, noch den 18. Rang erreichen. Aber irgendwie zur Zeit kommen öfters die Charakteren, wie zum Beispiel Last in diesem Outfit oder Shaheen oder Lily, kommen irgendwie zur Zeit öfters vor. Und besonders mit diesem Charakter, also Geistercharakter. Daten halt. Hier Master Raven oder so, die kommen sehr selten vor. Allgemein kamen die immer selten vor. Okay, wie gesagt, eine Zeit lang kommen halt diese Charaktere vor, dann verschwinden sie mal mehr im Hintergrund und dann tauchen sie irgendwann wieder auf und kommen auch irgendwann wieder im Vordergrund. Siehe Josie, Martial Law und noch irgendein Charakter. Ich glaube, das war Heihachi. Ja doch, Heihachi. Der ist jetzt auch immer mehr zum Hintergrund gegangen. Oh, der war gut. Aber ich habe leider eine falsche Taste gedrückt. Hat aber trotzdem nicht gereicht, ne, Mädchen? Das ist dein Fehler. Oder hier Lee ist zum Beispiel. Ist immer weniger geworden. Ja, Leo war es noch. Sie war ja am Anfang immer häufig da, dann wurde sie immer weniger und dann kam sie noch sehr selten, also ab und zu mal und jetzt kommt sie auch noch kaum vor. Man kam eigentlich das letzte mit Devil Kazumi. Sie kam doch jetzt auch eine Weile nicht mehr vor, oder? Kann es sein? Also mir ist es grundsätzlich egal, aber schon wieder. Kazumi kam zweimal, er kommt jetzt zweimal. Wer kommt danach? Lily wieder und danach wieder Shaheen. Stimmt, Steve Fox war auch eine Zeit lang öfters dabei. Jetzt ist er auch im Hintergrund geraten quasi. Oder hat das irgendwas mit dem Rang zu tun? Also dass zum Beispiel der Anfangrang zum Beispiel Leo und so häufig dabei sind und dann bis zum 10. dann Martial Law und so weiter. Das kann ja auch möglich sein. Dass ungefähr ab Rang 15 bis 20 ungefähr Lars, Kazumi und so sich häufen. Okay, Shaheen kam auch schon davor schon öfters vor.
Also nee, das ist schwachsinnig, die Theorie. Oh. Kaum habe ich jemanden erwähnt, kommt er vor. Was? Hä? Ich glaube, ich werde heute keinen Rangaufstieg haben. Nach diesem Kampf mache ich noch 2 Kämpfe und dann werde ich die Folge beenden. Steve? Nein, ich bin auch zu blöd und gehe nicht weg. Das ist auch Turbo-Kampf, da kann man auch nicht schnell reagieren. Oh, Jack 7. Was war das nochmal? Ach, Gernbu war das. Sophie 19 heißt der. Und hat Prototype Jacks Outfit aus Tekken 1. Mann, was mache ich denn da? Hä, wieso hat meine Karte nicht reagiert? Kommt ja noch ein Angriff. Ja, er lacht noch. Ha. Keine Ahnung, was gerade Claudio da gemacht hat. Also warum er gerade so einen komischen Fußtritt gemacht hat, aber okay, wenigstens war Jack 7 in der Luft. So, der letzte Kampf. Oh. Round 1. Und Kuma hat die Ehre. Lol. Wieso macht er... Hallo? Ja, komm. Ja, natürlich, ja, natürlich. Junge, nerv nicht. Oh. Round 2. Fight. Match dein Hintern nicht riechen, Mann. Ja. Junge, du gehst mir voll auf die Nerven. Ob ich es schaffe? Nein! Ja, übertreib doch! Ich möchte hier nicht den Beförderungsschrank nicht verlieren durch den lausigen Bär! Oh Gott! Kuma! Was ist denn das für ein Gesicht, Alter, bei Xavier? Na jedenfalls, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Dressurkampf oder bei Ultimate Tekken Bowl. Je nachdem, aber ich glaube, es kommt jetzt Ultimate Tekken Bowl danach. Also nach der Folge. Okay, bis dann. Ciao!